Ja, wann habe ich die Laterne für mich, ja? Who's that Pokémon? No way for you! Dann schauen wir uns den mal zusammen an. Ich möchte natürlich ganz klar dazu sagen, ne, ihr seht am Anfang, er ist L4, er hat 200 CS, ne? Alter, was sind das für Edits hier? Was sind denn das für Edits, Junge? Das ist tatsächlich ein 1v5 Pender, ist das, ne? Er war L4 gestartet, das habe ich extra am Anfang erwähnt. Aber die Quintessenz der Aussage ist, dass das allgemeine Gefühl jetzt nach dem Hotfix-Nerf, nach dem Hotfix-Buff, das allgemeine High-Elo-Gefühl nach dem Hotfix-Buff ist, dass der Champion durchaus Potenzial hat. Das ist der allgemeine Konsens und dass jetzt aktuell viele Leute sie austesten und probieren und spielen. Da kommt schon die erste Quen, let's go. Können wir uns da auch mal direkt anschauen. Naja, ist kein Wunder, wenn man so feedet, ist ein Pender. Das ist ein Challenger-Game und der hat's geschafft, auf Quen gefeedet zu sein. Der muss hier den Feed auch irgendwie bekommen, weißt du? Schauen wir doch mal eine schöne Runde Victor hier. Wie würde denn Victor gerade Secondary spielen? Ich probiere das auch mal mit den vielen Flashes aus, glaube ich. Oh mein Gott, what? Alter, kann man hier nicht mal in Ruhe auf die Toilette gehen? Was zur Hölle? Schaffe ich da den Time? Ja. Ein Minion verloren. Let's go, Leute. Play it smart, let's play it calculated, let's not end it. Wir spielen gegen die beste Anivia des Servers. Solange Froggen nicht im Haus ist. Die Face Rush? Ja. Alter, really? So ein Frechdachs. So gut war der Trade gar nicht für ihn, nehme ich an. Ha? Schön ruhig bleiben, ja. Schon im Stream gerade, der hat noch keinen Account, ein High-Elo, glaube ich. Nee, der ist in den A trocken. Der ist Challenger auf den A, ist der. Ich fühle mich langsam so ein bisschen wie so ein Tiersanktuarium, by the way. Ich habe in meinem Garten, ich wohne ja in der Nähe von einem Feld. Und ich habe in meinem Garten... Oh, ein Problem habe ich für mich, aha. Was wollte ich gerade sagen? Irgendwas wollte ich gerade sagen, das habe ich vergessen. Ja, wahrscheinlich wichtig. Du hast in deinem Garten... Achso, ja. Es hat alles angefangen mit Fischen. Na? Dann als nächstes ist ein Feldhamster, glaube ich, ist das. Ist eingezogen und hat sich so eine Höhle gegraben bei einem kleinen Stein. Jetzt als nächstes ist ein Eichelheer-Pärchen nistet hier in so einem Baum. Und jetzt habe ich Enten im Teich. Also die sind da einfach, keine Ahnung, irgendwie hingeflogen oder so. Ist alles voll mit Tieren hier. But what can you do? Natürlich ist die da. Mann, ey. Please, Donny. Nein, Mann. Hast du denn irgendwelche Futterstellen aufgebaut? Nee, ich habe nur so ein Vogelhaus, wo ich immer Futter reinlege. Und natürlich die Fische fütter ich immer mal wieder. Ich habe den so Spezialfutter gekauft. Aber ansonsten nicht, ne. Oh. Der hat ein Control-Wort geopfert, um dem seinen Recall einmal zu stoppen. Das Game fängt schon mal sehr schlecht an. Das ist genau, wie wir sie wollen. Richtig schöne Arbeitsgames hier. Und mit den Enten muss ich mich mal informieren, was man da macht, weil die machen irgendwie alles kaputt, so vom Gefühl. Also die zerpflücken halt die ganzen Wasserpflanzen und gern die Fische und scheißen da überall hin. Aber süß sind sie trotzdem. Sie sehen sehr, sehr süß aus. Also ich glaube, die sind nicht so süß insgesamt. Rattengift? Ne, ich will sie ja nicht vergiften, Leute. Actually, aber tot? Ich glaube, da hätte ich actually töten können. Alter. Ich darf halt die ganze Zeit nicht spielen, weil die Talia ist unter ihr, ne? Deswegen kann ich hier leider nichts machen gerade. Ich muss jetzt einfach unbedingt zu meinem empowerten Laser kommen. Nein. Das ist wild, das Game. Holy shit, ist das wild. Nice. Ich tippe in Mitte. Ja, diese Lane, ne? Das sind einfach so viele Gegner hier auf meiner Lane die ganze Zeit. Was baut man denn auf Anivia aus einem Giants-Build? Rylaze? Nee. Demonic Embrace? Nee. Was passt denn aus einem Giants-Build auf Anivia? Muss Demonic Embrace sein, ne? Was sonst? Muss sein.
Oh mein Goodness. Ja, zumindest das sollten sie, glaube ich, aber nerven bei Jinx, oder? Was sagt ihr? Das ist so eine Bullshit-Interaktion. Boah, Mox, ihr lacht, aber früher Dings hat das gemacht, Brocken. In den OG-Tagen. Nie wäre es ganz schön scary, wenn der die spielt, der Polio. Ja, wann habe ich die Laterne für mich, ja? Aber Mr. Snapperman, ne? Schön. Sehr, sehr schön, ne? So, jetzt müssen wir ja schnell wieder zu Lane. Früher auch selber Pro-Player gewesen. Ah, das kann er nicht überleben, wenn ich das nicht dodge. Mein Gott. Ah! Wir waren eine sehr, sehr contestete Lane. Haben sie echt gut gespielt, die Gegner. So viele Gangs. So viele Gangs. Das sieht hier nicht gut aus, der Fort. Take it, right? Unten schnell reinpushen, könnt ihr den Töten nehmen. Die wieder TP? Oh, die schafft. Ja, Pandion ist noch, ist ein bisschen risky hier, aber Talia Wall ist raus, Pantheon war oben, Anivia ist Mitte, Braum ist mir, es kann nur Trist sein. Ich glaube, gegen Trist gewinnen wir. Ja, oh Gott, back to base hier. Ich habe gleich mein drittes Upgrade. Ja. Ist das ja schnell? Noch ein TP, Oman. Das müsste jetzt Anivia sein. Langsam moven ist. Oh, das ist sehr risky für mich. Nee, aber schon töten die Anivia. Anivia Stun sollte euch normalerweise nicht treffen da, ne? Ich glaube, das war's dann hier mit unserem Attempt. Dann mal kurz weg zu Base hier. Ich glaube, wir sollten hier Sonja gehen, oder? Damit die uns nicht einfach, one-hitten können. Dann flitzen wir wieder los. Ich habe echt die falschen Boots gekauft. Vielleicht CDR-Boots haben. So machen wir mehr Damage. Wir haben full M-Pen jetzt und die Gegner haben keine mehr. Das ist schon okay. Den wollte ich weiter pushen, so greedy kann sie nicht sein. Ich glaube, mittlerweile kriegt die komplett eingeschenkt, wenn ich da vorbeikomme. Ah, kein TP für Bots und nicht. Der super gern hält, oder? Da seht ihr, wie stark die Quinn ist? That's really crazy. Die hat gerade 3 gegen 1 gekillt. Ich würde super gerne den Drake bekommen, nehme ich an. Seit wann ist Krepo wieder aktiv? Ich glaube, Krepo hat immer schon weiter gespielt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich meine, der war ja Pro-Player ganz am Anfang. Das ist ja einer von den richtigen OGs des Spiels. Dann ist er halt mehr in den Hintergrund gegangen, spielerisch, und hat sich halt mehr auch Richtung Management und Coaching und solche Sachen bewegt, wisst ihr? Ich glaube, eine Zeit lang war er ja auch Caster dann nach seiner Pro-Karriere. Gut, oh, Juri. Oh mein Gott. Der getting smurfed on, guys. Oh mein Gott, der getting smurfed on. Ach du Scheiße, GG's.
So, was ist deiner Meinung nach das stärkste Mythic-Item? War es irgendeins von den AD-Mythics, oder? Ich würde mal tippen, Krakenslayer, oder? Ich glaube, Krakenslayer ist wahrscheinlich das stärkste Mythic-Item. So, wen honoren wir hier? Den Donny, oder? Die zwei Dons. Jetzt sind wir wieder eingegangen, plus wir sind so nah vor Challenger mit dem Account. Es ist so knapp, aber ich bin leider so unkonstant auf dem Account. Ich habe so gute Games, aber ich habe auch so schlechte.